Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge meines Neuanfangs in Herr der Ringe Online und Mittelerde. Ich befinde mich aktuell immer noch in Breland und zwar im Dorf Schlucht. Und hier gilt es herauszufinden, wie hoch die Gefahr durch die Räuber ist und wer heimlich von den Dorfbewohnern mit denen zusammenarbeitet. All das gehört zu dem Aufgabengebiet, wo es darum geht, den Waldläufern rund um Streicher zu helfen. Jetzt geht es darum, dass ich eine Dorfbewohnerin aufsuchen muss, die in Verdacht steht, mit den Räubern zusammenzuarbeiten. So, dann schauen wir uns an, was dieser Herr für Aufgaben für uns hat. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Okay, ich lese mal vor. Nun, da die Leute von Archet sich gegen die Schwarzwoldräuber zur Wehr gesetzt und wir sie von hier vertrieben haben, durfte sich das Blatt wenden. Die Dinge normalisieren sich und ich denke, es sei höchste Zeit, dass ich meinen Teil dazu beitrage. Ich habe früher Honig nach Stadel geschickt, im Tausch gegen Pfeifenkraut. Ein Geschäft, das ich nun wieder aufnehmen könnte. Mein alter Handelspartner, ein Hobbit namens Lolo Wanderweg, hat früher seine Waren auf der Straße zwischen hier und Stadel weiter südlich feilgeboten. Ich möchte wetten, als die Schwarzwolds kamen, hat er sich dort unten verkrochen. Okay, also es geht ja darum, dass ich halt mit den Lolo Wanderweg in Stadel spreche und die Handelsbeziehungen zwischen den Menschen und Hobbits im Breland erneuere. Und wie ich das schon mal einmal erklärt habe, gehört zu dem Breland das Städtchen Bre und die drei Dörfer Stadel, Schlucht und Archet, wobei Stadel ist halt ein Dorf, wo vornehmlich die Hobbits aus dem Breland wohnen. Gut, das kann ich nachher nebenbei noch erledigen, aber erstmal widme ich mich der Dame, die da heißt Ellie Blattschneider. Die wohnt ja hier neben dem See im Stadel. Da sind ja auch noch einige andere Häuser. Und die wollte ich jetzt gleich zur Rede stellen. So, da ist das. Die hat ja hier jede Menge Hundezwinger. So, rein ins Haus. Gut, da ist die Dame. Na, ein gefährlicher Hund. Okay, mal schauen, was die zu sagen hat. Was benötigt ihr? Sie sagt, nicht noch einer. Ich dachte, ich hätte all diese Briefe zurückbekommen. Ihr solltet besser einfach nach Hause gehen. Ihr wollt euch den Schwarzwolds nicht anschließen. Ich habe auf ihren Anführer Stinkholz gehört und ihnen geholfen, ein paar Wölfe zu züchten. Ich muss zugeben, dass ich es getan habe, weil mir dafür Reichtümer versprochen wurden. Doch ich bereue es. Schlitzer Jakob ist ihr oberster Wolfsmeister. Ich habe vielen eine einheimische Wölfin mit einem der Warge gekreuzt. Als sie mich zu ihrem Lager gebracht haben, sich tief in Schädwald befindet, habe ich ziemlich bald Angst bekommen. Irgendetwas stimmt da nicht. Ich habe etwas Schreckliches getan und benötige eure Hilfe, um da wieder herauszukommen. Das Zuchtweibchen, bei dieser Aufzucht ich geholfen habe, wird auf Stinkholzens Hof im Norden des Schädwaldes gehalten. Sie muss getötet werden, bevor ihr nächster Wurf geboren wird, weil ihre Welpen sonst dem Schädwald und sein Volk schlimmeren Schaden zufügen. Gut, das hat sich halt so ein bisschen, das Blatt hat sich hier gewendet. Das heißt, die bereut ihre Zusammenarbeit mit diesen Räubern. Und jetzt geht es darum, dass ich in den Wald gehe und die Tat unschädlich mache. Auf den Weg kann ich dann noch schauen, ob ich weitere Aufgaben finden kann, damit ich halt mit diesem Gebiet dann auch dann durch bin und mich dann Richtung Breland begeben kann, wo dann Streicher und später auch Gandalf auf mich warten werden. Und wer auch noch in Verdacht stehen könnte, dass er mit den Räubern hier zusammenarbeitet, ist der Rurik Fenchel. Der hat
ist der Schlüsselmacher. Ich gucke mal, wo ich den Kollegen finde. Der muss irgendwo hier sein. Da. Da ist der Bursche. So, auch der muss zur Rede gestellt werden, Kollege. Ich weiß ganz sicher nichts. Er sagt, ja, mein Name ist Rurik, ich bin Schlosser. Was soll das alles? Einer meiner robusten Kisten, bei einem Räuber gefunden und ein Brief. Aha, ich hatte gehofft, dass ich nie wieder von den Schwarzwald hören oder sehen würde. Ihr müsst verstehen, ich habe ihnen nicht wissentlich geholfen. Mein Geschäft ist es, Dinge unter Verschluss zu halten. Also ich stelle meinen Kunden nur selten Fragen. Ich bekam eine Stellung für 20 robuste Kisten. Als ich fertig war, kamen die Schwarzwolds vorbei. Ein grober Klotz nahm meinen Hauptschlüssel und drohte mir mit dem Tod, wenn ich reden sollte. Einer der anderen nannte ihn Apfelholz. So. Er bittet mich zwar, dass ich nicht mit dem Bannwart hier spreche, aber ich muss das, weil ich mit denen zusammenarbeite und einfach dann schauen muss, wie die Pläne dann weiter ausschauen. Das ist nämlich der hier vorne. Es gibt ja zwei von denen. Mal schauen, was er sagt. Was kann ich für euch tun? Er sagt, wir können diese Kiste zwar noch immer nicht öffnen und die Wertgegenstände zurückgeben, aber er spricht doch sehr für Rurik. Es tut mir leid, dass er meinte, wir könnten ihn nicht beschützen. Aber nach den Ereignissen in Archit verstehe ich sein Zögern. Ich will ein wenig über den Namen nachdenken, den er genannt hat. Kundschafter sind ständig unterwegs. Vielleicht hat einer von diesen Apfelholz gesehen. Bleib hier einen Moment. Ah, aufgestiegen. Sehr gut, Stufe 11. Dann schaue ich mal direkt. Super, ich kann dann einen Klassenpunkt verteilen. Gut, dann machen wir dann hier anwenden. Jo, sehr gut. Und dann schauen wir, was es hier weiter gibt. Ob ich da was verteilen kann. Nein, da hat sich ja noch nichts geändert. Und die nächste Aufgabe, die der Bannwart Salbeifurt mir gibt, ist, den Hauptschlüssel von Rurik zu finden. Und da sagt er, ach ja, ich erinnere mich. Ein Kundschafter ist vor ein paar Stunden zurückgekehrt und hat erwähnt, dass dort ein Apfelholz Befehle an die Rekruten ausgab. Er sei dann zum Hauptlager des Schwarzwolds in den Ruinen im nördlichsten Teil des Schädwalds gegangen. Okay, also auch da ab in den Schädwald und die Burschen suchen. Sehr gut. Dann machen wir uns jetzt auf die Reise. Und schauen, dass wir die zwei Aufgaben, die wir jetzt im Wald bekommen haben, dann auch lösen. So. Dann weiter. Ah, da fällt mir ein, ich habe nämlich auch einen Brief bekommen. Ich muss mal demnächst schauen, auf welchen Handwerkszweig ich mich hier spezialisiere. Es wäre naheliegend, wenn ich irgendetwas als Drechsler machen würde, weil Drechsler produzieren Holzwaffen und da ich Jäger bin und dementsprechend auch Fernkämpfer, also Bogenschütze bin, würde sich empfehlen, dass ich das mache. Aber ich habe das bis jetzt so oft gemacht. Eigentlich würde ich gerne Koch lernen. Weil man hier nämlich auch angeln kann und da kann man sich lecker Fische angeln und dann könnte man natürlich da auch was daraus kochen. So, wo ich schon mal hier in der Gegend bin, dann gucke ich mal, ob die Aufgaben mit euch sprechen? Für die Gegend hier haben sie. Dann kann ich ja nämlich die Aufgaben, die nicht hier zu der Gegend gehören, wegnehmen. Dann nehme ich das hier. Den Galgenbaum kann ich auch aus der Übersicht entfernen. Dann kann ich nämlich seine Aufgabe von diesem Hobbitier nehmen. Bleib doch und nehmt etwas Tee. Ich soll mit seinem Onkel hier in der Gegend sprechen. Also ich habe jetzt zwei weitere Aufgaben. Ich muss in den Wolfbau aufräumen und dann gucke ich mal, was der gute Mann uns erzählt. Ich weiß nicht, ob ihr mir helfen könnt. Ja, ich soll eine Kette einsammeln, die von den Schwarzwold, also den Räubern, geraubt wurde. Na gut, dann nehme ich das und warum nicht?
So, und dann. Das einzige Blöde, was ich so oder was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man nur 5 Aufgaben hier in der Leiste sortieren kann. Und das sind nämlich die aktuellen Aufgaben, die dann auch auf der Karte angezeigt werden, wie hier. Also das heißt, ich habe jetzt hier 5 Aufgaben, die ich in Schädwald erledigen soll und muss. Okay, dann machen wir uns auf den Weg. Habe ich hier... Ah, das trifft sich gut. Da kann ich ja schon mal den ersten Wolf in die ewigen Jagdgründe schicken. Ich muss ja nämlich 8 von denen erledigen. Okay, sehr gut. Ja, und wo bin ich stehen geblieben? Ja, Koch. Koch wäre gut, weil da kann man sich, sage ich mal, nicht nur leckere Mahlzeiten kochen, die auch gut schmecken, sondern die natürlich auch gewisse Attribute erhöhen und heilen können. So. Okay, da habe ich jetzt keine Aufgabe für die Spinnen. Und da ist ja schon dieser Onkel, den ich hier ansprechen soll. Mal gucken, was er erzählt. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Och, nee, echt? Endlich jemand mit Anstand. Ich dachte schon, hier draußen im Wald hätte niemand Manieren. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten, wie sich die Schwarzwaldräuber hier im Wald benehmen. Ich bin schnurstracks zu ihnen gegangen und habe ihnen die Meinung gesagt. Sie haben mich ausgelacht, haben sie zu dem gesagt. Geh zurück nach Hobbingen, Kleiner, haben die zu mir gesagt. So hat noch nie jemand mit mir gesprochen. Nie. Ich wollte nur noch weg. Irgendetwas ist in diesen großen Ruinen nicht in Ordnung. So, und wie es ausschaut, hat er dort sein Taschentuch verloren und ich soll's holen gehen. Na prima, vielen Dank auch. Da muss ich jetzt noch fremde Rotzfahnen zurückholen. Super, das ist ein tolles Leben als Abenteurer. Naja, aber das ist das Los der Selbstständigen und der Kleinunternehmer. Am Anfang können sie sich die Aufträge nicht aussuchen. So, das ist das. Das ist auch ein Wolf. Sehr gut. Bursche, dich kriege ich auch noch. Okay. Was macht der denn hier? Hallo. Also wenn einer angreift, dann bin ich es immer, der zuerst angreift. So. Mal schauen. Da ist noch einer. Also noch 2 von den Kollegen hier. So, noch ein. Dann nehme ich mal den hier. Okay. Dann spreche ich mit dem Theo Grün jetzt. Wölfe muss ich nicht mehr machen. Da ist der Pfeil, der weiße Pfeil auf der Minimap, zeigt mir, wo ich hin muss. Das ist ein sehr hilfreiches Tool. Ah, die Spinne. Bin ich ja voll in die Spinne reingelaufen. Wenn man Loot nicht aufsammelt, befindet sich das hier in so einer Extratasche und nach einer Stunde, wenn man das nicht aufgehoben hat, ist das weg. Das ist sehr praktisch. Ganz früher musste man ja nämlich extra looten gehen zu den jeweiligen Monstern und das entfällt jetzt. So, und der Theo sagt, ihr habt euch um die Wölfe gekümmert. Die Bäume in der Nähe des Baus zu fällen, wird jetzt weitaus weniger gefährlich sein. Wir benötigen mehr Holz, um die Gebäude wieder aufzubauen, die in Archet niedergebrannt sind. Und Archet ist nur eines der Dörfer.
So, auch wieder mal geholfen. Ja, die Hose ist besser als das, was ich jetzt habe. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt beenden. Kann ich die anziehen, die Buchse? Mal schauen. Ja. So. Okay. Habe ich jetzt noch hier Aufgaben? Gut. Dann kann ich mal schauen, ob ich noch hier aus der Gegend Aufträge offen habe, damit ich sie hier in die rechten Seite, in die Leiste einsortieren kann. Okay, Schwarzwolddiebe, Poskos Onkel. So, dann das rein und dann schaue ich mal weiter. Nächster Auftrag ist in 470 Metern. Also Zeit für einen kleinen Schluck Kaffee. Dann mache ich mal ein bisschen lauter die Musik. Die ist sehr entspannt hier in den Anfängergebieten. Die finde ich sehr angenehm in späteren Gegenden. Die ein bisschen zu laut und zu kräftig. Hier ist es so schön, angenehme, fast meditative Gitarrenmusik. So. Da ist ein Räuber. Habe ich da noch... Bleib mal stehen, Mädel. Dann habe ich nämlich ein Buch der Taten, habe ich Aufgabe, einige von denen in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Prima. So, jetzt ist der Auftrag nur 100 Meter. Ich glaube, hier sind wir richtig. Hier sind ja Wolfshunde. Also Mischung aus Hunden, Wolfen und sogar mit Wagen. Oh, jetzt greift die mich hier zu zweit an. Oh, noch sieht das gut aus. Dann nutze ich jetzt mal die Distanz. Schaue ich mal hier unter Schicksalspunkte, ob ich nämlich meinen Aufstieg etwas beschleunigen kann. Ne, da fehlen mir noch die Punkte. Und dann schaue ich, dass ich vielleicht einfach mal etwas, eine kurze Zeit etwas schneller rennen kann. Weil dadurch, dass ich noch nicht die Fähigkeit des Reitens erworben habe, muss ich von A nach B zu Fuß. Und da kommt man nicht so schnell hin. War gut für die Kondition, aber dauert halt länger. Und da ist ja das Zuchtweibchen, da ist ja die Dame. Und die, glaube ich, die müssen wir dann jetzt auch leider Gottes ums Eck bringen. So. Die Aufgabe haben wir jetzt erledigt und jetzt können wir uns eigentlich der nächsten Aufgabe widmen. Die ist ja nur 180 Meter weiter weg von ihr entfernt. Und da gehe ich eigentlich auf einen geraden Weg hin und kümmere mich nur um die Wölfe, die mir gerade eben im Weg stehen. Okay, prima. So, und jetzt über den Hügel. Ein Wildschwein. Schnitzel habe ich momentan noch genug. Und jetzt da ist ja noch mehr Räuber. Die kann man nie genug ums Eck bringen. So, Bursche. Oh, ich habe die Sallys Kette auch schon eingesammelt. Ja, prima. So geht das. So mag ich das.
So, und du kriegst jetzt eins auch auf die Mütze. Werd das auch ruhig abhauen können. So. Mal gucken, wo ich mich am besten einschleichen kann. Von da ist eine Speeren. Muss hier halt das Gebiet am besten säubern, damit mir keiner von hinten in den Rücken springt, weil ich ja alleine bin. Und die sind ja ziemlich viele. Schon sehe, kriege ich Hunger. Lecker. So, der Hauptquartier des Schwarzwalds. Von welcher Seite komme ich am besten rein? Gibt es ja nämlich, soweit ich mich erinnern kann, mehrere Eingänge. So. Oder entferne ich mich schon? Nein, hier ist auch ein Eingang. Zwar, das ist jetzt, glaube ich, der Haupteingang. Genau, eine alte verlassene Festung, die die Räuber übernommen haben. So, Junge, du stehst da, stolzierst du vor sich hin. Jetzt gibt's eins auf die 12. So, du auch. Vorsichtig gucken, ob da nicht jemand um die Ecke ist. Also ist das Hauptquartier. So, haben wir hier jemanden? Nein, haben wir nicht. So, dann den hier erstmal zu eliminieren. Prima. Die zwei Herrschaften hier. Ah ja, ziemlich klein, oder? So, noch drei. Dann gibt es einen Eintrag im Tatenbuch. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich die Kiste finden muss. Na, die ist irgendwo hier. Fernkämpfer. So, Räuberbezwinger. Abgeschlossen. Sehr gut. Jetzt muss ich wahrscheinlich, ja, ich sehe das richtig, eigentlich nochmal 60. Dann gibt es neuen Eintrag im Tatenbuch. Oh oh, jetzt kommt ein Dritter. Ah, ich glaube, ich sollte einen Heiltrank nehmen. Hier ist eine Vorratskiste, ja prima. Hier gibt es ein bisschen extra Loot. Ah, hier wird es dunkel, das heißt, ich bin in der Nähe von Bösewichten. Noch eine Kiste mit extra Loot. Prima. Das ist sehr gut.
ich hier die richtige Richtung einschlage. Ja. Ich glaube, durch diesen Durchgang muss ich... Wartet hier jemand um die Ecke? Oh, Mist. Ah, bin ich ja voll in die Falle reingetappt. So. Ah, es wird knapp. Aber ist machbar. Habe ich noch irgendwo Essensrationen, um mich zu heilen? Müsste ich eigentlich. Wo sind die denn? Finde ich nicht. Das ist natürlich nicht so gut. Okay. So, wo müsste ich denn jetzt eigentlich hin, um diese blöde Kiste zu finden? Da ist die ja, endlich. Ja. So. Du hättest schlafen sollen, mein Junge. So, siehst du? Ich hab's dir doch gesagt. So, das ist die robuste Kiste des Schwarzwolds, die ich jetzt suchen muss. Okay, schnell. Genau, die habe ich jetzt eingesammelt. Und jetzt ist die Frage, wo ich ein Taschentuch von diesem komischen Onkel finden kann. Ja, da ist die. Ich glaube, da muss ich jetzt hier irgendwie durch. Komme ich denn hier raus? Ja, hier komme ich heraus. Super. Ich will ja nämlich auch langsam hier raus. Lage hier überprüfen. Da ist da jemand. Nein. Ach, da ist ja jemand. Ja, natürlich nicht in der Sichtweite. Na, es wäre schön, wenn man uns Ex schießen könnte. Hab ich schon gesehen. Die Räuber hier essen aber ziemlich viel Braten. Noch so einer mit Lagerfeuer und Leckereien. Richtig. Muss das nicht irgendwo hier oben sein? Seine Rotzfahne suchen zu gehen? Na toll, riskiere ich hier Haut und Haar. Für eine Rotzfahne. Taschentuch gefunden. Sehr gut. Dann hier noch die Vorratskiste. Und gut ist. So, dann wird es jetzt mal Zeit, die Aufgaben auch zu lösen. Wir haben ja hier noch eine Aufgabe, merke ich gerade. Zwar müssen wir noch den Schlüssel finden. Da wollte ich jetzt mal schnell das machen.
Gehe ich da wieder durch den Haupteingang oder muss ich da außen rum? Ich glaube, ich muss wieder durch den Haupteingang durch. Boah, Mensch, ja, so rennt man in die Falle rein. Na toll, jetzt kommt noch ein zweiter, komm. Warum kommt nicht noch ein dritter? Wird's lustiger. Dass ich schön eins auf die Mütze bekomme. Ah, sehr gut. Prima. Ich glaube, ich muss hier links hoch, kann das sein? Hoppa! Da hat sich ja jemand hier versteckt. Und einen achtlosen Jäger. Gut, dann tue ich die hier auch mal aus dem Weg räumen, damit die mir nicht in den Rücken fallen. So. Ja, ich glaube, das ist richtig hier. Na toll. So, jetzt mal auf der Karte gucken. Ja, ich glaube, wir befinden uns hier im richtigen Areal. Jetzt muss ich mal gucken, der den Schlüssel hat. Boah, Mist. Oder ist das hier irgendwo unten? Na komm. Muss ich sowieso alle beseitigen. So. Der hier. Ja, das könnte hier sein. Das ist der Unteroffizier Appelholz. Okay, Bursche. Sag goodbye. Jetzt kriegst du eins auf die Mütze. Hey, wie heißt das so schön, mein lieber Räuber? Genau, Schlüssel gefunden. Augen auf bei der Berufswahl. So, und jetzt schnell weg hier. Zuerst bringe ich das Taschentuch zu dem Onkel, damit er sich endlich mal seine Rotzernase putzen kann. Ja, ich bin's. Einen Moment. Ja, danke. Vielen Dank. Ich habe Anstand. Okay, der ist jetzt zufrieden. Und dann gehe ich hier kurz in ein Holzfällerlager. Da muss ich, glaube ich, auch ein oder zwei Aufgaben abgeben. Und dann schnell in die Stadt. Und dann muss ich hier dieser fleißige Jäger dann auch mal schlafen legen und Feierabend machen. So. Genau, Sallys Kette habe ich gefunden. Oh, weh mir. Ja, der freut sich, dass ich die Kette gefunden habe. Ich kriege 5 Würste und ich kann dann wählen zwischen gekochten Karotten oder Eier und Zwiebel. Aber das ist schwer, sich zu entscheiden. Also ich glaube, ich nehme die Karotten. Zu Wurst passt das sehr gut. Okay, diese Aufgabe habe ich gelöst. Und hier gehe ich jetzt noch zu Posko Lochner.
und gebe diese Aufgabe ab. Guten Tag. Ja, der ist auch dankbar und gibt mir jetzt die Heiltränke. Sehr gut. Und dann jetzt ab in Dorf, ins das Dorf Stadel. Oh, das dauert mir jetzt ein bisschen zu lang. Ich nutze die Abkürzung. So. Okay, zur Bannwald Salbeifurt. Da gebe ich die zwei Aufgaben ab. So, mehr Schätze. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Und er sagt, ihr habt eine Schatulle gefunden. Und auch diese ist verschlossen. Und seht ihr, dieser Kratzer hier am Schloss, RF, genau wie auf den anderen. Wir müssen diese Schatullen unbedingt öffnen, Vlad. Und dann kann ich mir jetzt als Belohnung aussuchen. Ein Armband. Und dann nehme ich das hier untere mit plus 6 auf Wille. Kann ich noch eine zweite Aufgabe abgeben. Und dann sagt er, ihr habt ihn gefunden. Hervorragende Arbeit. Und ich muss sagen, dass wir froh sind, dass uns jetzt die Schwarzwold weniger Kopfzerbrechen machen. Und dann sagt er, das habt ihr gut gemacht. Und dann als Belohnung bekomme ich ein zweites Armband. Und dann wähle ich zwischen Macht und Vitalität. Dann nehme ich das mit Vitalität. Sehr gut. Jetzt beenden. Und dann kann ich die anziehen. So. Beide angezogen. Und dann muss ich zu den anderen Bannwart hier gehen. Auch dort die Aufgabe abgeben. Ach nee, muss ich nicht. Quatsch. Ich muss zu dieser Ellie Blattschneider. Mal schauen, was die sagt. Ah, und dann könnte ich da als Belohnung eine gute Axt bekommen, die etwas stärker ist als die Waffen, die ich jetzt habe. Das ist sehr gut. Das trifft sich gut. Mal zur Abwechslung eine Axt. So. Und rein zu Ellie. Da ist er. So. Was benötigt ihr? Und sie sagt, ich bin froh, dass ihr das Zuchtweibchen besiegt habt, bevor es weitere Halbware gebären konnte. Jetzt müssen wir uns nur noch um Stinkholz kümmern. Er verbringt mittlerweile einen großen Teil seiner Zeit im Versteck des Schwarzwolds. Das sind dunkelhäutige Menschen, die ganz sicher nicht von hier stammen und sich manchmal um ihn und um diesen Schlitzer Jakob kümmern. Okay, dann will ich ja die Axt hier. Die ist sehr gut. Jetzt beenden. Oh, aufgestiegen. Prima. Super. So, und dann habe ich eine neue Aufgabe bekommen. Und ich muss jetzt natürlich, als Stinkholz mich in ein Lager des Schwarzwolds in Schetwald gebracht hat, habe ich Schlitzer Jakob getroffen. Jakob richtet Wölfe für die Schwarzwolds ab. Die meisten von ihnen hält er tief in den Ruinen im nördlichen Teil des Waldes. Und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall muss ich von einem Heiler hier vor Ort ein Gift mischen, um das Haupttierchen dort zu vergiften. So. Jetzt mal gucken. Ich nehme an, Klassenpunkte kann ich nicht weitere verteilen. Nein. Erst die nächste Stufe. Also bin ich jetzt Stufe 12. Und dann ist die Axt. Mensch. Die finde ich jetzt nicht. Das ist sehr unerfreulich. Hallo? Hm, na gut. Wohl wahrscheinlich ein Bug, den ich jetzt hier gerade entdeckt habe. Da kümmere ich mich morgen drum. Oder habe ich da was Falsches als Belohnung genommen? Naja.
Gut, dann gehe ich ins Dorf und bereite mich für das nächste Abenteuer vor und logge mich dann aus. Das ist jetzt aber sehr komisch, dass ich jetzt die... Ach, da ist die Mensch. Ich hier mit den Icons habe ich die verdeckt. Ist ja albern hier. Ah, jetzt habe ich die Fähigkeit bekommen. Sehr gut, genau das, was ich gebraucht habe. Plus 15 auf Laufgeschwindigkeit außerhalb des Kampfes. Yeah! Oh, jetzt bin ich ja richtig rucki-zucki hier. So, nehme ich neue Aufgaben an. Ich habe noch 4 Plätze frei. Dann schaue ich mal, was die Dame hier sagt. Die Gitter Schuldfang. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Sie sagt, Entschuldigung, ich bin mit den Gedanken ganz woanders. Ich habe euch nicht gesehen. Habt ihr dabei geholfen, die Räuber in die Flucht zu schlagen? Mein Vater war dabei. So, und auf jeden Fall, ich muss mich auf die Suche nach ihrem Vater machen, der halt irgendwie verschwunden ist seit dem Überfall durch die Räuber. Okay, dann nehme ich dir natürlich die Aufgabe an. Das ist ja doch logisch. Und mal schauen, was die andere Dame hier, die Maida Holzmacher, sagt. Es tut mir leid, dass ich euch belästigen muss, aber würdet ihr mir vielleicht helfen? Ja, vergebt mir, aber könnt ihr wohl ein wenig eurer Zeit in Anspruch nehmen? Ich habe schon lange kein Wort mehr von meinem Sohn Carlo gehört. So, ich muss ihn nämlich ihren Sohn auch noch suchen. Okay, und zweimal muss ich mit der Bannwärtin Zaunkönigin sprechen. Und ja. Aber wie gesagt, jetzt logge ich mich jetzt hier mal aus und die anderen Abenteuer mache ich dann in der nächsten, der 11. Folge. Okay, dann bis dann. Ciao!